BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Die grün-rote Landesregierung will bis 2019 den Spielraum bei der Schuldenaufnahme massiv erweitern. Wie ein Sprecher des Finanzministeriums bestätigte, will grün-rot erreichen, dass das Land statt 6,6 Milliarden rund 8,8 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen darf. Damit wolle sich das Land für Risiken aus der Eurokrise wappnen. Die Opposition verurteilt die Pläne scharf. Derweil wehrt sich Integrationsministerin Bilkay Öney, SPD, gegen neuerliche Kritik. Wegen ihrer Äußerung, der Islam dulde keine Kritik, hatte sie CDU-Landeschef Strobel scharf kritisiert. Bei einem Besuch in Reutlingen holte Öney zum Gegenschlag aus. Nicht zum ersten Mal hat die CDU die Integrationsministerin kritisiert. CDU-Landeschef Thomas Strobel hatte Bilkay Öneys Aussagen zum umstrittenen Mohammed-Schmähvideo als inakzeptabel abgestraft und sie zur Korrektur aufgefordert. Bei einem Pressetermin in Reutlingen zeigte sich die SPD-Politikerin von Strobels Kritik jedoch wenig beeindruckt. Wir haben über radikale Muslime gesprochen und über radikale Muslime, die Botschaften angezündet haben. Und ich habe mehrfach gesagt, dass wir in Deutschland sehr moderate Muslime haben, dass die Muslime sich hier eben an Recht und Ordnung halten. Das ist hier auch passiert. Also wir hatten keine Ausschreitungen. Insofern muss man das immer im Kontext sehen. Der Vorwurf von Oppositionsführer Strobel, sie würde mit ihren Aussagen entgegen ihres Amtes der Integrationsministerin zur Trennung führen, aus Sicht der Ministerin eine haltlose Anschuldigung. Auch zwischen den Zeilen aufgekommene Rücktrittsforderungen weist sie entschieden zurück und holt stattdessen zum Gegenschlag aus. Wenn die CDU so tolle Islamexperten hat, dann hätte sie doch auch eine bessere Kampagne starten können. Und diese Vermisstanzeige vom Bundesinnenminister, die ist so schlecht, dass mittlerweile sogar CDU-Politiker eine Rücknahme fordern. Insofern sollte doch jeder erst auf seine Nasenspitze gucken. In der Kampagne, die als Vermisstenanzeige gestaltet ist, heißt es beispielsweise, Zitat, das ist mein Bruder Hassan. Ich vermisse ihn, denn ich erkenne ihn nicht mehr. Er zieht sich immer mehr zurück und wird jeden Tag radikaler. Tatsächlich waren zahlreiche Migrantenverbände Sturm dagegen gelaufen. Ob die Plakate überhaupt ausgehängt werden, ist bislang noch unklar. Paravan auf der Schwäbischen Alb ist Weltmarktführer bei behindertengerechten Pkw-Umbauten. Geschäftsführer Roland Arnold hat mit seinen Ideen den Markt erobert und das, obwohl Paravan in einer strukturschwachen Region liegt. Grund genug für Wirtschaftsminister Nils Schmid, sich das Ganze mal genauer anzusehen. Tüftler und Wirtschaftsminister im Gespräch. Nils Schmid lässt sich von Paravan-Chef Roland Arnold im Detail erklären, was den Weltmarktführer in Sachen Behindertenmobilität so erfolgreich und einzigartig macht. Bei einem Rundgang durch die Paravan-Zentrale zeigt sich Schmid beeindruckt von den technischen Innovationen, die auf der Schwäbischen Alb in Eigenregie entwickelt und realisiert werden. Weltweit lässt Paravan die Konkurrenz hinter sich. Doch der wirtschaftliche Erfolg ist nur eine Seite der Medaille. Dieses Unternehmen hat es geschafft, durch technologische Innovation Menschen mit Behinderung zu mehr Mobilität zu verhelfen. Das ist wichtig für deren Lebensqualität, ist aber auch wichtig für die Möglichkeit, dass sie selbstständig am Arbeitsleben teilhaben können. Neben vollautomatisierten Rollstühlen punktet Paravan vor allem mit behindertengerechten Pkw-Umbauten, ausgestattet mit automatischen Rampen und mit der sogenannten Space Drive-Steuerung, einem einzigartigen Steuersystem mit Joysticks. Von der 1500-Seelengemeinde Pfronstetten aus bedient Paravan mit seinen Produkten buchstäblich die ganze Welt. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass unsere Mittelständler Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze in der ganzen Fläche des Landes schaffen. Und wir sind stolz darauf, dass wir so eine ausgewogene Wirtschaftsentwicklung haben. Doch der Standort auf der Alb könnte sich bemerkbar machen, wenn der Markt weiter wächst. Und das Potenzial weltweit ist gewaltig. Behinderte mit Recht auf Mobilität gäbe es auf der ganzen Welt. Auch ältere Menschen bräuchten vermehrt Hilfen beim Autofahren. Wir sind hier im strukturarmen Gebiet. Es ist schon schwierig, so Überlegungen zu machen. Wir haben einen ganz klaren Standortnachteil. Wir sind weg von den Autobahnen. Das ganze Umfeld fehlt hier natürlich und überall angefangen. Und es gibt schon Überlegungen, wo die Reise hingeht in der Zukunft. Konkret sei da aber noch nichts. Denn angesichts der derzeitigen Wirtschaftslage, einige Unternehmen melden Kurzarbeit, müsse man behutsam wachsen. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Der Freitag beginnt im ganzen Land bedeckt.
Im Laufe des Tages lockert die Wolkendecke von Süden her auf und ab und zu kommt auch mal die Sonne durch. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt gering. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad in Karlsruhe und 19 Grad in Ulm. Zum Wochenende hin zieht der Himmel wieder zu. Ganz vereinzelt kommen ein paar Sonnenstrahlen durch. Tagsüber sind vor allem im Norden des Landes Schauer möglich. Es wird schwülwarm mit Temperaturen von 22 Grad in Freiburg und 20 Grad in Ulm. Als Herrschaftssitz der Nagolder Gaugrafen wohl zu Beginn des